trage ein seltsames Ding an der Stirn. Sehe aus wie so eine Einsatzkraft von den US Army und brabbele vor mich hin. Ich hoffe, sie rufen nicht irgendwie Schutzkräfte. In der Annahme, sie hätten einen rasenden Irren vor sich, damit sie ja so falsch eigentlich auch nicht liegen. Was mache ich hier eigentlich? Ich will gerade mal die Litchi App 2.5 ausprobieren mit zwei neuen Modi, nämlich das undifferenzierte Film eines bestimmten Punktes, unabhängig davon, wo man sonst so rumfliegt. Man muss hier mal schnell einen Startplatz zurecht trampeln. Sie spielen mein Lied. So. Den hier schon mal in Betrieb setzen. Diverse Schalter in diverse Positionen. Bisschen Strom. Jetzt habe ich mein Handy auch dabei, das ich schlauerweise eben vergessen hatte. Die Sonne steht. Was haben wir eigentlich? Wir haben jetzt gerade den 1. November heute, wenn ich das richtig sehe. Die Sonne steht verdammt tief. Es war wirklich ein schöner Tag. Ist auch nicht übertrieben kalt. Wir haben so 10 Grad, 11 Grad, 12 Grad um den Dreh. Also genau das Richtige, um kleine Probeflüge zu machen. So. Sieht ja schon fast richtig aus. Zumindest entfernt. Ja, es sei denn, man will alles besonders gut für die Kamera machen, dann geht natürlich alles schief. So, könnt ihr mich sehen? Oh, jetzt sehe ich mich selber mal. Ich sehe irgendwie aus wie so Professor Seltsam, nur ohne Bombe. Naja, Richtung kann man so kontrollieren. Handy-Display als Spiegel. Aber das Problem mit dem Spiegel-Display ist, das kennen wir ja ohnehin ganz gut. Ich hoffe, ihr kriegt zwischendurch auch mal was davon zu sehen. So, 2.5, da wollen wir doch mal sehen. Recording started. Recording stopped. Ja, das ist bei mir häufiger mal, weil muss ich wohl erst den Speicher zurecht wuppen. Beim zweiten Anlauf klappt es dann üblicherweise. Möglicherweise kackt er mittendrin dann einmal ab, aber 99% Battery. Blablabla. Ich weiß, ich brauche ein schnelleres Handy, aber ich bin so geizig. Was soll man machen? Was ist das? Habe ich Dreck auf der Linse? Sieht ganz so aus. Oder habe ich Dreck auf dem Handy? Nee, war Dreck auf der Linse. Jetzt ist er weg. So, es gibt neue Flight-Modi. Ein Grundsatz ist, Höhe ist durch nichts zu ersetzen. Wenn man schön hoch ist, kann man schon so wahnsinnig viel nicht passieren. Ah, etwas über 40 Meter. Jetzt gucken wir uns die Modi mal an. Das ist, glaube ich, Fokus der Mond, ne? Ja. Fokus. So. Soll man angeblich irgendwo einen Punkt setzen können? Nehmen wir doch mal diesen hier. Das ist jetzt ein Punkt. 94% Battery. Point of Interest ist ein Subject. Aha, Subject Höhe, 1 Meter. Okay. Und Start. So, jetzt soll angeblich. Tja, hier sehen Sie nichts. Im Internet wurde auch schon geschrieben, dass die ganze Geschichte nicht so wahnsinnig toll laufen soll. Oder auch gar nicht. Nö, fliegt ganz normal. Ohne dass er sich einen Deut um diesen Fokus kümmert. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd zum Bedienen. Ah, da gibt es einen Pfeil. Ach so, das ist die Nordausrichtung. Das wollen wir nicht. Ja, genau. So, da gibt es ein Fadenkreuz. Da tippen wir mal drauf. Das habe ich erst versehen. 89% Battery. Ja, jetzt habe ich erst versehen den Zielpunkt versetzt. Geh dahin, Zielpunkt. Hallo. Okay.
Da ist jetzt der Zielpunkt. So. Und jetzt auf dieses Fadenkreuz. Mal gucken, was passiert. Ich versetze schon wieder den Zielpunkt, verdammt. Seht ihr da oben in der Kamera überhaupt irgendwas? Zielpunkt. Jetzt habe ich ein Foto gemacht. Jetzt habe ich wieder das versetzt. Also irgendwas scheint dann mit dem Setzen dieses Punktes noch nicht zu klappen. Stopp. Start. Stopp. Ich bin irgendwie noch nicht überzeugt, muss ich gestehen. Gehen wir mal zurück in den normalen Modus. 84% Battery. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch wieder eine normale Karte angezeigt. Ja. Okay, wo steckst du da? Jetzt fliegen wir das gute Stück mal wieder ein bisschen in Position. Ja. So, nochmal ein Versuch. Also, Fokus. Einen Zielpunkt setzen. Mal gucken, wenn ich da draufklicke. Passiert nichts. Doch, dann kommt das Menü. Subject Height 1 Meter. Start. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sie hören auch nichts. Wenn ich fliege, bewegt sich auch nichts. Wenn ich drauf ziele. Also die Kamera hat sich nach unten verstellt, fällt mir gerade auf. 79% Battery. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, die Kamera verstellt zu haben. Das heißt, wenn die Kamera jetzt woanders hin zeigt, scheint das schon irgendeinen Einfluss zu haben, aber... Ah, ich verstehe. Oder ich glaube zu verstehen. Es scheint im Moment die Kamera... Nee, den ganzen Apparat scheint er auf meinen Homepoint zu setzen. Nein. Nur wenn ich ihn drehe und mich selber im Auge behalte, auch nichts. Also ich habe den Verdacht, jetzt merke ich was. Nicht das, was ich wollte, nämlich einen Fokus, aber wenn ich jetzt die Höhe verstelle, also nach unten und loslasse, geht er wieder auf die alte Höhe zurück. Das heißt, irgendwas macht er. Er macht es noch nicht richtig. Das heißt, er behält... 73% Battery. Gesundheit. Verschluck dich nicht. Gucken, jetzt fliege ich hier mal geradeaus, vorwärts. Jetzt sehe ich kaum was. Ja. Nichts passiert. Also diese Fokusgeschichte scheint mir noch unausgereift zu sein. Fokus, Stop. Weg damit. Dann versuchen wir mal Panorama. So, jetzt mache ich Panorama. Und da ist eine Einstellung, die ich erstmal öffnen muss. Start 18 Fotos. Type Special 2 Rows. Horizontal, Spherical 2 Rows, Spherical Custom. Machen wir mal Spherical 2 Rows, das ist sowieso Standard. 68% Battery. Und Start. Recording stopped. Aha. Recording, also Film hält er an. Fängt jetzt angeblich an Fotos zu machen. Kamera verstellt sich in der Höhe, das stimmt schon mal. Könnt ihr zugucken, hoffe ich. Falls ihr überhaupt was seht hier bei dem Licht. Jetzt steht er da und steht und steht. Und tut gar nichts. Naja, stand ja auch im Internet, dass diese Geschichte noch nicht so funktionieren würde. Panorama ended. Okay. Wenn Panorama geendet ist, kann ich das Video wieder anwerfen. Recording started. Also das war nichts. Ich höre Getrappel. Das bedeutet Pferde. Und das bedeutet... Ich mache mich mal möglichst unauffällig. Ich will die Viecher nicht durch den Tunnel bringen. Ich bleibe einfach da, wo ich bin. 63% Battery. Oh, ich glaube, sie von da zu hören. Jetzt kriege ich gar kein Bild.
Nee, Bild ist eingefroren. Natürlich klasse, ne? Galoppel hat aufgehört. Galoppel geht weiter. Ja, Galoppel entfernt sich. Guckt in eine andere Richtung, das ist gut. Ich kriege trotzdem im Moment kein Bild. Das heißt, ich stoppe mal die Kamera. Recording stopped. Gehe mal aus der App raus. Starte die App neu. Aha, waren keine Schüsse, das waren harte Gegenstände vom Bau, die abgestürzt sind. Da ist wieder ein Bild. Und es bewegt sich auch wieder, sehr schön. Eher zögerlich, aber immerhin. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir die restliche Energie mal, um Zeitrafferaufnahmen zu versuchen. Das heißt, ich tue jetzt einfach überhaupt nichts. Ach, der Richtung. Ganz ehrlich, da ist die Sonne voll gegen an. Muss man lieber dahin, obwohl da bewegt sich nichts. Da kann man gar nicht feststellen, dass das Zeitraffer ist. Das muss man eigentlich abends machen, wenn überall Scheinwerfer rumdüsen. Also, Zeitraffer-Idee ist erstmal gestorben. 53% Battery. Ja, du mich auch. Na gut, wir können ja mal die anderen Modi antesten, wo ich schon mal dabei bin. Follow me mache ich hier lieber nicht, weil mir sind hier zu viele Bäume. Waypoint-Fliegerei hatte ich schon. Orbit, früher auch Point of Interest genannt. Mache ich mal da den Point of Interest hin. Na, zu unsicher, machen wir da den Point of Interest. Und muss ich noch irgendwo Start machen? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Da, Altitude 51 Meter. Ich glaube, da können wir mal guten Gewissens auf 30 Meter runtergehen. 30 Meter, Radius 5 Meter, ist ja verdammt eng. Gehen wir mal auf 11. Speed, 47% Battery. Speed Vollgas. Start. Na, dann mach mal. Remember to use your remote controller mode to switch, bla bla bla. Ensure the area around the aircraft is clear. Go. Na, dann mach mal. Ja. Es passiert was. Als erstes wird er sich wohl mal... Ah ja, ich glaube, er fliegt schon im Kreis, oder? Nee, er bringt sich wohl noch in Position. Ja, jetzt kreist er. Ach ja, die Höhenausrichtung der Kamera muss ich selber steuern. Also ich muss dann selber aufpassen, dass ich diesen Point of Interest auch im Visier habe. So. 42% Battery. Und das funktioniert auch soweit schon ganz gut. Wo ist die Mitte? Da ist die Mitte wohl. Bzzz. Ja, gemächlich in der Maximalgeschwindigkeit. Die haben mir geschrieben, dass die Maximalgeschwindigkeit sich daraus errechnet, was diese Programmiererschnittstelle für Fremd-Apps maximal zulässt. Und das ist nicht rasend schnell. Und zwar sind das hier 14 Stundenkilometer jetzt. 12, 8, 9 Stundenkilometer, 11. Naja, also viel schneller geht leider nicht. Gut, dann lassen wir das mal auch gut sein. Ente. Wieder zurück auf ganz normalen Flug. 36% Battery. Genau, deswegen holen wir das Fegelsche jetzt auch ein. Wenn ihr euch fragt, warum ich immer vollgesabbelt werde hier, das liegt daran, dass die Litchi-App einem
Man kann einstellen, was er einem sagt und wie oft das einem sagt. Ja, so bescheuert sieht das aus, wenn man so ein Ding auf dem Kopf hat. 31% Battery. Kann mir nicht helfen, der guckt aber so fies. Dann holen wir mal wieder her. Genug rumgespielt. Okay, jetzt wird's Zeit. 25% ist so langsam Feierabend. Warning, aircraft battery at 24%. So, genug gesägt. Warning, aircraft battery at 22%. Recording stopped. So, das war das. Ente.